erste Stufe oben schon, dann bin ich ein bisschen näher zu euch. Und dann lese ich euch die Geschichte mal von dem Weihnachtsbaum hier vor. Das hat nämlich was mit dem Harz zu tun. In einem großen Wald im nahen Harz standen einmal viele große und hohe Bäume. Kennt ihr das schon? Ja. Wer hat euch das erzählt? Die Mama dort? Mama, sag mal den. Nein, hätte ja sein können. So, du kennst es nicht, na dann lebe es trotzdem mal. Gut, die großen Bäume sahen immer sehr hochmütig auf eine kleine Tanne herab. Und die großen Bäume sagten Folgendes. Ich werde bald ein Schiff sein, meinte einmal die Buche. Und ich werde einmal ein schöner Schrank sein, das meinte die Eiche. Und die Linde sagte, und ich werde einmal ein Indianer vorwerden auf dem Spielplatz im Wortgarten. Doch eines Tages wurden die Blätter der großen Bäume ganz bunt und fielen auf den Waldboden. Unsere kleine Tanne behielt aber ihre Nadeln. Und plötzlich fiel auch der erste Schnee vom Himmel und die Weihnachtszeit nahte. Da überlegten die Tiere des Waldes, wie sie wohl das Weihnachtsfest feiern könnten. Sie wollten gemeinsam Weihnachtslieder singen, doch das wollte einfach nicht gelingen. Müsst ihr mir mal helfen. Das Wildschwein konnte nur schnarchen. Ja, nur schnarchen. Der Wolf konnte nur heulen. Ja, der heult doch, der Wolf. Der Wolf konnte nur heulen. Der Specht konnte nur klopfen. Richtig, der Specht konnte nur klopfen. Der Bär konnte nur brummen. Und die Krähe konnte nur krächzen. Und die Meise konnte nur piepsen. Da fassten alle Tiere des Waldes einen Entschluss. Sie wollten einen Baum ganz festlich schmücken und sich dort alle zur Weihnachtsnacht treffen. Doch, oh Schreck, die Bäume besaßen ja keine Blätter mehr. Wie soll man denn da die Weihnachtsnacht miteinander begehen? Und da piepste die Meise, dass in diesem Wald eine kleine Tanne stehen würde. Die kleine, traurige Tanne war ganz doll aufgeregt. Denn wie wohl die Tiere sie schmücken werden, das hatten sie ja beschlossen. Die Bienen brachten den Wachs für die Kerzen. Genau. Dann geht es weiter. Das Eichhörnchen brachte mit vollen Pfoten viele Nüsse anhängen. Und der Eichelherr brachte noch viele Tannenzapfen. Und so konnten sie den Baum schön schmücken. Und dann hat Frau Holle noch etwas geschickt. Und was hat Frau Holle geschickt? Genau, dann war der Baum noch ein bisschen bezuckert und dann sah er ganz, ganz toll aus. Und dann kam der Weihnachtsmann in den Wald, hat diesen wunderschönen geschmückten Tannenbaum gesehen und dann hat er etwas beschlossen. Das hat er auch beschlossen, aber er hat vor allen Dingen erstmal beschlossen, dass ab sofort immer ein schöner Weihnachtsbaum in unserer Stube steht. Helft ihr Mutti und Vati beim Schmücken des Weihnachtsbaums? Ja! Na gut, wenn er das macht, dann können wir ja mal gucken, ob der Nikolaus hier noch was übrig gelassen hat. Jetzt ist die Spannung ganz groß. Und ihr wisst ja, was kommt. Das ist ja jeden Tag dasselbe. Süßes! Aber nicht drängeln. Und wer vorne war, geht dann wieder zurück und dann immer nur erstmal eins, damit alle was bekommen.